Top 4 der besten Produkte, Korb für gebrauchte Gästehandtücher. Ich bin begeistert von diesem Drahtkorb, er sieht nicht nur in meinem Zimmer super aus, sondern ist auch ein praktischer Aufbewahrungsort für meine Accessoires und Kleidung. Das Vintage-Design in Gold ist ein echter Hingucker und verleiht meinem Raum das gewisse Extra. Die Verarbeitung ist hochwertig und der Korb ist sehr stabil. Ich kann ihn definitiv empfehlen und werde mir vielleicht noch weitere Größen zulegen. Ich habe mir das Betz 10 Stück Seiftücher-Set gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die Seiftücher sind aus 100% Baumwolle und sehr angenehm auf der Haut. Das Set enthält 5 Stück in der Farbe Anthrazit und 5 Stück in Silbergrau, was perfekt zu meiner Badezimmerausstattung passt. Die Größe der Tücher ist mit 30x30 cm genau richtig und sie lassen sich nach der Benutzung einfach in der Waschmaschine reinigen. Ich kann das Betz 10 Stück Seiftücher-Set jedem empfehlen, der auf der Suche nach hochwertigen Seiftüchern ist. Ich bin absolut begeistert von den Gilde 4 Gästehandtüchern in der edlen Holzbox. Die Tücher sind herrlich weich und flauschig und die Box macht das Set zu einem wunderschönen Dekorationsstück für mein Badezimmer. Die Greke Farbe des Frottierstoffs ist genau nach meinem Geschmack und passt perfekt zu meiner Einrichtung. Ich liebe es, meine Lieblingsgäste mit diesen Handtüchern zu verwöhnen und sie gleichzeitig stilvoll zu präsentieren. Ein tolles Produkt, das ich jedem empfehlen würde. Ich liebe diesen Aufbewahrungskorb von Ice Grey. Er ist aus natürlicher Baumwolle gestrickt und passt perfekt in unser Babyzimmer. Er ist wasserdicht, dekorativ und unglaublich praktisch zur Aufbewahrung von Spielzeug, Windeln oder Kleidung. Ich benutze ihn auch gerne im Wohnzimmer für Zeitschriften oder Fernbedienungen. Das graue Rechteckdesign fügt sich schön in jede Einrichtung ein und macht ordentlich und organisiert zu bleiben viel einfacher. Ich kann diesen Strickkorb nur empfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.